Und damit hallo und herzlich willkommen zu den nächsten drei Spielen am heutigen letzten normalen Gruppenspieltag der Play-In-Phase. Jetzt in meiner Wenigkeit, Eis und Kernos sind weg und ich habe einen ganz besonderen Gast an meiner Seite. Es freut mich, ihn heute hier als Caster begrüßen zu dürfen. Kalle. Kekwe. Ja, in den Chat. In den Chat. Ja, ich bin sehr aufgeregt tatsächlich, aber ich nenne mich ab sofort nur noch Kalle Kolumna, den rasenden Kommentator. Das finde ich super. Ich habe ja letztens die EU Masters im Finale kommentiert mit Johnny zusammen. Es war hilarious, hat mega viel Bock gemacht. Und ich habe es gesehen. Ich natürlich darüber, ja, jetzt hier auch bei den Worlds mal dabei zu sein. Und es ist eine andere Situation. Normalerweise sitzt du stehst an meinem Pult. Es ist halt einfach ein sehr, sehr komisches Gefühl, ne? Aber ja, wir haben natürlich ein paar wunderbare Begegnungen vor uns. Wir hatten schon ein paar. Wir gucken einmal ganz kurz drauf, wie die bisherigen Spiele verlaufen sind. Und da haben wir nämlich schon drei Spiele hinter uns. Bisher habt ihr alle richtig Produkte. Wir gucken nochmal ganz kurz. Damwon. Ich meine, dass man auf einen Damwon Win setzt, ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Da sollte jeder mit rechnen. Ja. Ne? Und Mega gegen Hong Kong Attitude. Ich meine, ich habe so ein bisschen auf Mega vertraut. Ne? Sie hatten das Spiel eigentlich in der Hand. Was sie sind nur wegen nach vorne Logik gekommen. Macht, ne? Auch. Ich mag so einen fetten Rüssel einfach. Da kann ich nicht Nein sagen, du. Ja, wir können auch direkt auf die Predictions gucken. Einfach, weil wir das gerade schon so ein bisschen angesprochen haben. Denn, und wer ist denn momentan wieder? Also ich war ja... Also, schon wieder. Also bis dahin. Letztes Jahr, dieses Jahr, also ich meine, ich teile es mir gerade mit Maxim und mit Sola. Letztes Jahr haben wir beide uns auch ein krasses Rennen geliefert, das weiß ich noch. Maxim war auch noch lange vorne mit dabei. Aber ja, it löbt, ne? Was soll ich sagen? Bei dir aber auch jedes Mal, ne? Ich meine, ich war bisher der Superior Analyst und hätte ich mega richtig getippt, würde ich jetzt vorne liegen. Superior Analyst. Man muss manchmal einfach ein bisschen Risiko eingehen, ne? Aber im Endeffekt natürlich gut zu sehen, dass die Favoritenteams auch weiterkommen, dass sie die Stärke zeigen, die sie auch später in der Gruppenphase brauchen werden, das auf jeden Fall. Jetzt haben wir gleich als nächstes Mega gegen Loki. Ne? Die Namen sind ja, halt schon mal beim insane. Loki Esports gegen Mega Esports. Das ist so wie die nächste Digitationsphase so ein bisschen. Bei Loki ist es aber tatsächlich so, dass sie recht positiv überzeugt haben. Wir können auch gerne mal in ein kleines Video reingucken, warum wir für Loki schieren sollten. Xin chào các bạn, mình tên là Thế Phát, thì mình là người chơi đường giữa đến từ team Loki ở của khu vực VCS. Thì các bạn hãy ủng hộ cho tụi mình, tại vì tụi mình sẽ cống hiến những trận đấu hay cho các bạn. Ja, aufregende Spiele werden es auf jeden Fall, vor allem aufregend für mein Herz, weil ich habe wieder auf Mega getippt und wenn die mich nochmal enttäuschen, dann war's das, dann tippe ich nie wieder auf Mega. Auf wen hast du getippt, Kalle? Wir haben es doch gerade gesehen. Ich weiß es gar nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich habe auf Mega getippt, da. Tatsächlich. Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich nicht. Da ist Battle hier. Loki, ne? Loki. Ja, Loki, ja, ich meine, wir haben es doch gerade gesehen. Aufregende Spiele werden uns gezeigt. Und vor allem, ich bin ja immer ein Fan von so Teams, die sich da immer was trauen. Ne? Das habe ich ja in den letzten Worlds auch mal gesagt. Gigabyte Marines, großes Meme gewesen immer. Und das 2015 hatten wir noch Albus Nox Luna, oh, ja, russische Team. Ja, die dann auf einmal dann nach den Worlds einen goldenen Palast stehen hatten, aber nicht mehr Loyal gezockt haben, gefühlt. Ja, und ich bin natürlich immer überrascht, wenn Teams auch überraschen können. Und ich freue mich darüber und das lässt sich natürlich auch hypen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Vor allen Dingen, was sich auch mal hypen lässt, ist die Pick-and-Band-Phase, weil da wird viel entschieden. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein. Denn Mega vorhin hat gut vorgelegt. Mal sehen, ob sie es jetzt wieder schaffen, eine sehr gute Team-Kombo hinzubekommen. Ja, wir sehen auch schon den Punktestand Megasports hier schon mit einem 1:2. Loki aktuell 1:1. Und ja, wir haben auch schon viele Picks auf diesem Patch gesehen, die natürlich sich jetzt so langsam auch so hier in dieser Play-In-Phase einbürgern. Zaira Khan wird ja auch immer wieder häufig gesehen. Wir sehen jetzt hier einen Galio-Bann, wir sehen Renekton-Bann bei Loki Esports. Die dürfen jetzt nochmal den letzten Bann dazu holen. Es wird ein Nautilus natürlich auf der Support-Position immer gerne gesehen. Und auf der anderen Seite sehen wir dann Gragas Morgana und der letzte Bann wird tatsächlich der reworkte Pantheon. Ja, den haben wir auch schon mal gesehen. Der war ziemlich stark in den Spielen, wo er durchgekommen ist. Deswegen gut, dass man ihn hier nochmal rausnimmt. Dadurch bleibt als First Pick die Akali offen. Es hätte auch gut Xayah werden können, weil der Champion ist verdammt stark und den haben wir auch vorhin bei Doll bei Mega gesehen. Nicht ganz so erfolgreich, muss man sagen. Also die Pick-and-Band-Phase für euch, die das Spiel vorhin vielleicht nicht gesehen haben. Mega hat eigentlich ziemlich gut vorgelegt gegen Hong Kong Attitude, hatte auch eine gute Pick-and-Band-Phase, aber haben es nicht geschafft, das sauber im späteren Spielverlauf runterzuspielen. Ja. Ich glaube, das ist auch noch eine große Schwäche von ihnen, einfach Konstanz. Jetzt hätten sie Xayah Rakan sogar als Duo offen. Ja, ich habe es eben schon erwähnt. Xayah Rakan, ja, auch jetzt hier auf diesem Patch immer noch sehr, sehr stark und wird auch hier direkt gewählt. Mega, also mit keiner mega großen Überraschung. Wow! Aber Loki hat jetzt natürlich auch die Möglichkeit, hier zu antworten.
Wie sie das tun werden, das werden wir jetzt natürlich sofort sehen. Ich kann mir bei Loki vorstellen, dass sie wieder Carry-Charaktere haben wollen. Einfach ein paar Champions, die ein bisschen mehr Potenzial haben, das Game selbst in die Hand zu nehmen. Weil Loki ist noch ein recht junges Team. Sie haben sich erst in diesem Jahr praktisch umbenannt, gerebrandet. Und die Spieler sind hungrig. Ne? Das haben wir auch gehört. Wir können einige interessante Plays von ihnen erwarten. Mit einer Elise hat man da auf jeden Fall auch wieder Tower-Dive-Möglichkeiten im Early-Game. Bin ich sehr gespannt, was wir da von DNK sehen werden. Ja, Elise, wie gesagt, jetzt hier ein, ja auch mittlerweile wieder konventioneller Pick. Viele Jungler greifen gerade darauf zurück, weil du auch natürlich eine gewisse Pressure unterm Turret hast. Kannst natürlich da wieder schnell rauskommen. Thresh, für mich immer ein sehr schöner Support, muss ich sagen. Macht auf jeden Fall Spaß auch. Dazu zu sehen, wenn da ein Hook sitzt, der geht rein, dann gibt's ein Play und dann geht's los. Er ist halt ein Playmaker-Supporter, ne? Ja. Der macht halt die Plays. Ist halt sehr viel Catch-Potenzial jetzt gerade bei Loki. Also sie gehen sehr auf Single-Target-CC, auf der anderen Seite LeBlanc, die man auf jeden Fall festhalten muss. Die ist aber so mobil, dass es gerade für Elise und Thresh schwer werden würde, damit Gangs oder Roams Richtung Mitte viel anstellen zu können. Ja. Und sie ist halt gut im Snowballen. Also wenn man es hier schafft, früh nach vorne zu kommen, wäre das für sie auf jeden Fall optimal. Mega Esports hat jetzt hier tatsächlich noch die Möglichkeit, auch AD Carries natürlich rauszunehmen oder potenzielle Botlaner, muss man ja dieses Jahr wirklich sagen. Und Ashe, auch in den letzten Tagen immer wieder mal gesehen und ist natürlich da auch gegen die Xayah-Rakan-Kombo vielleicht jetzt nicht die beste Waffe, aber man hat da auf jeden Fall mit dem Slow, mit dem Volley hat man natürlich gute Möglichkeiten, auch die Gegner so ein bisschen auf Distanz zu halten. Und das möchte man hier verhindern, dass Celebrity sich die Ashe krallt. Das gleiche gilt für Tristana. Ja, auf jeden Fall solide Buns. Man hat hier Syndra offen gelassen. Die wäre halt auch wieder ein Pick für die Botlane, je nachdem, ob Celebrity sich da auf dem Champion sieht oder nicht. Auf der anderen Seite bei Loki wieder aggressive Jungle Buns. Jarvan wäre jetzt halt noch offen als Standardvariante. Kann ich mir bei Lloyd auch gut vorstellen. Selbst wenn es vorhin später einige Schwierigkeiten gab, na, auf jeden Fall. Aber das war eher eine Koordinationssache. Das heißt nicht, dass man den Champion nicht spielen kann. Ich erwarte einfach von Mega, dass sie ähnlich wie im letzten Spiel wieder Early Game einen Lead bekommen, aber es auch diesmal schaffen, den ordentlich auszuspielen. Und Xinsa aus, auf jeden Fall eine nette Anpassung. Ja, kann natürlich auch einen gewissen Druck ausüben. Ist überall eigentlich immer sehr präsent gegen Elise. Sollte es auch gut funktionieren. Sie wird aber sowieso viel auf den Lanes unterwegs sein. Ja. Also da kann er natürlich auch als Counter-Gank-Möglichkeit gut dastehen. Jetzt haben wir eine Lucian gewählt für die Botlane. Thresh und Lucian gegen Xayah, Rakan und Knet für die Toplane. Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Lucian ist halt wieder ein AD Carry, der zwar ein recht gutes Scaling besitzt, auf jeden Fall, aber der trotzdem in der Lage ist, hier früh aktiv zu werden, ne, und vor allen Dingen im besten Fall einfach die Lane zu dominieren. Klett auf der Top Lane. Ja, ist einfach ein guter Blindpick, ne? Du hast eine Menge Heal Reduction, man wäre mit einem Aatrox klargekommen, aber hier muss man jetzt gegen Kimmel ran, die Richtung Solo-Fokus und Split-Push gehen wird. Zwei sehr interessante Team-Kombos, muss man sagen. Ich sehe, na, auch weil ich drauf getippt habe, Mega noch ein klein bisschen weiter vorne. Ich mag die Champions sehr. Ich denke, sie haben hier die Möglichkeit, auf jeden Fall, wenn sie wieder ein Lead bekommen, wie vorhin, das Ganze noch deutlicher auszuspielen. Aber man darf Loki nicht unterschätzen. Definitiv. Aber was mir auf jeden Fall gefällt, und das ist mir in den letzten Tagen auch immer wieder aufgefallen, dass so diese knallharten Frontlines gar nicht wirklich gepickt werden. Es wird immer sehr viel Engage gepickt, sehr viel Böllerbus. Das freut mich auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir hier auch wieder ein sehr interessantes Spiel sehen werden. Loki Esports hier natürlich mit guten Gank-Möglichkeiten, aber auch Xianxiao darf man nicht unterschätzen. Die Scaling-Kombination auf der Botlane bei Mega geht natürlich so ein bisschen ins Late-Game, aber auch eine Camille, der Rocky, der kann da reinspringen und dann geht's los. Ja. Aber der braucht erstmal so ein bisschen, na, seine Trainings-Montage, wo er wirklich stark wird. Auch seine Items, ne, wie die richtige. Ja, genau so. Genau so, Kalle. Wenn er dann sein Trinity Force hat, dann wird er auf jeden Fall nochmal bessere Möglichkeiten haben. Ihr seht uns gerade auch nochmal, ne? Kalle bei den Worlds im Casa. Ich freue mich einfach. Freuen wir beides. Jo. Schön, ne? Ja. Mal gucken, was da gleich mehr rumkommt. Ne? Ich bin sehr gespannt. Wir gehen aber auch direkt ins Game. Wir spannen euch dann natürlich nicht weiter auf die Folter. Und jetzt Mega, ihr letztes Game tatsächlich. Ne? Sie müssen das Ganze jetzt gewinnen, wenn sie nochmal Chancen haben wollen auf den zweiten Platz. Oder man hofft halt drauf, dass es nochmal irgendwie einen Tiebreaker gibt. Aber auch das ist nicht so wahrscheinlich. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. KKW in den Chat. Und es ist Worldside, meine Damen und Herren. Ich habe die letzten Tage sehr, sehr penibel verfolgt, auch im Chat. Und die Leute sind hyped. Ne? Die Leute haben alle richtig Bock. Dann geht ja bald die Gruppenphase auch los. Und dann freuen wir uns natürlich auch SKT gegen Fnatic am Samstag. Ne? Ist natürlich auch eine große Sache für alle Beteiligten. Hier jetzt erstmal, wie gesagt, Loki Esports gegen Mega.
E-Sports tatsächlich. Und es wirkt für mich so ein bisschen, also rein namentlich, wie so eine kleine Steigerung. Man hat irgendwie so schon, selbst wenn man jetzt nicht weiß, was das für Teams sind, wenn man drauf guckt, dann denkt man so, ja, Mega E-Sports hört sich viel geiler an als Loki E-Sports. So, weißt du, einfach so von der Steigerung her. Aber vielleicht kann Loki hier auf jeden Fall nochmal zeigen, was in ihnen steckt. Ja, Mega klingt zwar geil, aber Mega hat leider vorhin auch Mega Throw rausgehauen. Ja, Mega. Und, das war mega. Das war mega überraschend vor allen Dingen. Wir sollten dieses Spiel mal wieder ein bisschen Loki an die Sache machen. Ja, ich glaube, das ist ja eine gute Idee. Auf der Botlane wird es wahrscheinlich nicht ganz so Loki zu statten gehen, denn da hat man auf jeden Fall eine Menge Engage-Potenzial mit Rakan. Thresh. Hat aber auf jeden Fall die Chance, das Ganze ziemlich gut zu denyen. Hat da seinen Flay, um so einen Engage von Rakan abzubrechen. Also man muss hier vorsichtig sein, man muss hier alles clean runterspielen und das war vorhin Megas großes Problem. Ich wollte nicht wieder Mega. Ja, ja, ich weiß. Ich versuche mir auch rückzuhalten. Ja, wir haben natürlich hier erstmal die berühmt-berüchtigte Anfangsphase. Das Early Game wird sich jetzt hier so gestalten, dass Elise natürlich versucht, dann auf die Lanes Druck auszuüben. Die Camille, die könnte jetzt hier erstmal gut reinpushen. Der Klett wird dann aber irgendwann natürlich auch gut gegenhalten können. Auch Xin Shao ist ein Champion, der tatsächlich frühzeitig was auf den Lanes machen kann. Und darauf wird es jetzt ankommen. Jetzt hier die Krabbe, die Deich natürlich zum Thema wird, aber vielleicht jetzt erstmal die Top-Lane. Aber der Ward ist auf jeden Fall da. Jetzt muss man hier natürlich schauen, wie man aus der Situation rauskommt. Level 2 Gank jetzt hier, aber der Kokon, der muss jetzt natürlich sitzen. Ja, Elise ist nämlich schon Level 3. Oh, interessant, hat man einfach gesidesteppt. Und da kommt man nicht mehr raus. Man hat sogar noch das Flash, also das fand ich ein bisschen fahrlässig. Ja, lecker, ne? Schöner Kill hier für Elise. Genauso soll das aussehen. Sie will früh nach vorne kommen, sie braucht da ihre Snacks. Und hat hier gerade einfach Rocky mitgenommen, hat den einfach aufgefressen, auch wenn sie ihn vorher nicht in den Kokon sperren konnte. Xin Shao jetzt gerade auf dem Weg Richtung Krabbe, man sieht hier nur noch einen Wolf übrig. Ein absoluter Autorun-Gank. Also er ist einfach nur nach oben gelaufen, hat nur rechtsklickt. Also viel mehr ist nicht passiert. Ja, sehr, sehr schade, dass jetzt hier der gute Rocky noch in seiner Trainingsphase ist tatsächlich und vielleicht erstmal wieder aufstehen muss. Hier werden wir das Ganze nochmal sehen. Ja, der Punkt, warum man damit nicht gerechnet hat, ist eben, weil DNK so schnell unterwegs war. Eigentlich ist Elise so ungefähr auf dem Level mit einem Xin Shao, was das Tempo angeht. Dadurch, dass sie den Wolf hat aber stehen lassen, ist sie halt einfach früher am Start. Der Red Buff sorgt für den nötigen Slow, da braucht man den Kokon gar nicht treffen. Man muss da selber flashen, aber das ist für einen Kill auf jeden Fall okay. Und dass eine Elise so früh ganken kann, das wissen wir alle. Sie hat das Tower Dive Potenzial, weil sie den Reset über das Repel hat, also über dieses Hochziehen, ne, wo sie sich mit dem Spinnenfaden einfach aus der Misere zieht. Aber damit hat Rocky nicht gerechnet. Jetzt hat er sie gerade noch mal kurzzeitig gesehen, kann sich also zurückziehen, während Lloyd Richtung Botlane geht. Ja, der kommt jetzt hier nicht mal von hinten, möchte das Ganze mal anschauen. Allerdings, ja, die Lane ist noch nicht weit genug rausgeputscht. Jetzt könnte man vielleicht so langsam losgehen. Wird auf jeden Fall was bekommen, aber man sucht jetzt den Engage im Gegnerteam. Loki, die gehen jetzt hier rein. Celebrity ist ziemlich weit vorne, muss jetzt hier schauen, wie er nochmal rauskommt. Venus muss rausflashen, zack, Lloyd holt sich den Kill. Und somit dieser Gank tatsächlich erfolgreich. Ja, starkes Ding von Mega, direkt auf der anderen Seite der Map selbst aktiv geworden. Haben sich dadurch nochmal den zweiten Kill holen können. Und für Lucian Thresh ist es gar nicht so leicht, hier so weit nach vorne zu kommen, die Gegner so unter Druck zu setzen, wie sie es eigentlich gerne machen würden. Jetzt wird man hier noch ein Plating bekommen. Tower Dive ist risky. Oh mein Gott, Rakan! Muss man rausflashen. Zack, Elise ist auf jeden Fall zur Stelle. Lloyd muss jetzt hier irgendwie schauen, wie er rauskommt. Zack, DNK holt ihn aber direkt ab. Und das ist sehr gut, dass sie hier auf die Botlane rotiert ist. Aber das hätte man auf jeden Fall auf der anderen Seite wissen müssen. Also jetzt hier für diesen Tower Dive zu gehen, habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war super greedy. Denn eben war DNK auf der Toplane und jetzt muss er doch eh die Bot Jungle Camps clearen. Also von daher ist es natürlich ein bisschen fragwürdig. Es ist natürlich super smart, dass er das antizipiert und zum Tower dazugeht, ne, weil er damit rechnet, dass die Gegner noch weitergehen. Aber das Mega da einfach so Tower dived. Ich meine, ein Rakan hat einen guten Follow-up, das werden wir jetzt auch nochmal sehen. In der Theorie ist es nicht schlecht. Ja, es ist halt risky ohne Ende, also gerade auf Level 3. Das war eigentlich eine gute Antwort, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Gank jetzt hier zu bekommen. Man hat das Flash von Venus bekommen, man kriegt den Kill auf Celebrity und dann aber hier noch wirklich greedy für diesen Dive zu gehen, obwohl man eigentlich damit rechnen muss, dass die Top-Camps geklärt sind. Man sieht es ja auch auf der Minimap. Ja, das muss man einfach wissen. Ja, das weiß ja sogar ich. Ja. Ja. Und dann geht man hier für diesen Dive auch auf Level 4. Also es ist viel zu früh, meiner Meinung nach. Und hier dieser Kill, der an DNK gibt, gibt natürlich völlig verdient. Ja, da hat man sogar nochmal gut den Xin fokussieren können. Hier die Rotation Richtung Mitte jetzt auch von Pop. Ich habe ja schon gesagt, es wird schwer, eine LeBlanc auf die Art und Weise zu ganken. Also Thresh wird hier wahrscheinlich nicht so viel roamen, wie er es sonst normalerweise macht. Aber mit einem Rakan kann man das auf jeden Fall tun. Akali hat bloß auch das Problem, sie wird unsichtbar. Also auch da, ja, es lohnt sich nicht so sehr, wie man es eigentlich gerne hätte. Du kannst aber sowohl Lucian als auch Xayah alleine lassen auf der Botlane. Sind sehr sichere AD-Carries, deshalb ist die Rotation da kein Beinbruch, selbst wenn man nichts bekommt. Oh, Toplane Rocky mit Level 6 schon. Ja. Auf beiden Lanes jetzt hier quasi gesehen, oder auf den Outlanes gesehen, dass hier natürlich die Jungler schon aktiv wurden. Jetzt auf der Toplane. DNK ist auch zur Stelle, das bedeutet, Hani
muss sich hier vor nichts fürchten. Sehr interessant, dass in der Mitte bisher noch so gar nichts passiert ist. Ja? Ja. Beide Farmen einfach. Sieht auch gerade noch ganz gut aus. Ja, kleiner Farmvorteil natürlich hier für Artifact, der aber einfach ein bisschen mehr Möglichkeit hat. Jetzt geht er aber rein. Leute, muss jetzt hier aufpassen. Zack, aber ganz gut verhindert, was hier jetzt nochmal zu sehen ist. Ist natürlich der Kill, der dann nochmal rausgeht auf Xinchao. Aber LeBlanc holt sich hier vorher noch Artifact ab. Und das ist so wichtig, dass er hier in der Mitte einen Kill bekommt. Jetzt muss man aber nochmal aufpassen. Rocky ist natürlich zur Stelle. Hat jetzt hier Ultimate nochmal benutzt. DNK hat das Repel eben schon benutzt. Und damit hier auch der Kill für Rocky. Also, das war natürlich eine gute Reaktion. Ja, Shutdown an der Stelle. Schön, dass Level 6 genutzt, Tani. Ja, bricht dir wieder Backport, aber mehr kann er nicht machen. Was wichtig war, was wirklich wichtig war an der ganzen Stelle, ist, dass Akali getrappt hat, aber dass Lloyd es geschafft hat, abzubrechen. Bruder. Und hier wird man aufsatteln. Der geht einfach drauf. Der kennt ja überhaupt nichts. Ja, hat ja natürlich den Backport gesehen. Die Ward war natürlich ganz zur Stelle. Jetzt muss er mit der Ultimate versuchen, rauszukommen. Das E sitzt aber. Und jetzt muss man natürlich schauen, dass man aus dieser Situation rauskommt. Xin Shao ist nämlich auch schon wieder auf dem Weg. Also, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Da wollte man den Backport natürlich abbrechen, ein bisschen Zeit schinden, aber man hat überhaupt nichts dafür bekommen. Nein, man hat sogar die Ultimate verloren. Ja, das auf jeden Fall. Na, er muss sie nutzen, sogar um rauszugehen. Da wird jetzt erstmal Engage fehlen. Wir sehen jetzt aber nochmal das Play. Und jetzt achtet mal drauf, wie Lloyd praktisch den Engage von Akali abbricht. Er weiß halt recht früh, dass der Damage kommt. Ne? Die Krabbe macht keinen Schaden, also muss da Akali im Busch sein. Und er bricht praktisch diesen Dash ab mit seinem Knock-Up. Das war wirklich schön gespielt. Hat ihn zwar auch nicht gerettet, aber es hat Zeit rausgeholt. Und dann sind natürlich G4 und auch Rocky mit am Start, die ja beide nochmal DNK mitnehmen können. Es ist sogar ein Shutdown, weil die Elise eben genügend Gold und Kills hatte. Und das ist ein netter Bonus gerade für Rocky. Botlane, DNK wieder natürlich hier mit dabei. Ich habe die Tower Dives angesprochen. Man bekommt hier den ersten Kill und zwar auf Thresh. Aber ja, auf der anderen Seite hat man natürlich, wie gesagt, auf DNK auch einen Kill bekommen. Ja, ist natürlich jetzt hier schon in dieser Phase relativ viel los. Ich habe gesagt, die Jungle können ja viel machen. Elise steht mittlerweile 4-1. Oh ja. Und in der Situation eben, ich wollte es eigentlich noch gesagt haben, habe ich gar nicht verstanden, warum Artifact jetzt da noch mit der Ultimate reingegangen ist. Also, wer nicht reingegangen, hätte DNK den Kill sowieso bekommen. Er wäre wahrscheinlich nicht gestorben und vielleicht wäre DNK nochmal rausgekommen. So, jetzt sind wir nochmal die Botlane-Aktion. Also hier ein Fight nach dem anderen. DNK ist da halt recht schnell da, hat auch schon die Kills, ist halt gefeedet. Du willst mit Elise Tower diven. Das macht man am Anfang recht gut. Doll geht der Daumen, bevor man was machen kann. Aber die Tower-Agro, die wird da nicht gut genug hin und her gegeben. Dadurch kriegt man ja auch nochmal einen Champion-Schaden. Die Tower-Shots haben auch richtig reingeknallt. Ja. Ist natürlich jetzt auch noch kein Level 18, auf dem man sich hier befindet. In der 8. Minute, beziehungsweise gleich in der 9. Minute. Trotzdem relativ ausgeglichenes Spiel. Knapper Goldvorteil für Mega. Also der ist nicht so mega groß. Ist eher so low-key. Ist eher so ein low-key-Vorteil. Steht aber 4-4, also beide Teams lassen sich hier und da natürlich blicken. Ich habe schon erwähnt, über die Jungler läuft hier sehr viel und man sieht es auch im Scoreboard. DNK mit allen Kills, die Loki zur Verfügung hat. Ist auf jeden Fall gut für die Elise an sich, weil sie dadurch noch härter in der Lage ist, Druck zu machen und auf den Lanes zu ganken. Das einzige Problem ist, du hast keine Kills auf den Carries. Und das bringt dir im Late-Game halt deutlich mehr. Gerade eine Akali, gerade eine Lucian brauchen halt auch diese Gold-Ressourcen zu Beginn. Und wenn man da auf das gegnerische Team guckt, dann sind die Kills natürlich deutlich besser verteilt. Gerade auch Doyle hier, der den Kill tatsächlich braucht, weil er Farm einbüßen musste. Das ist gegen Lucian aber vollkommen fein. Der Fokus bei Mega liegt gerade mehr auf der Top-Lane, was so das Gold angeht. Oder Richtung Top-Lane, wenn man den Jungle noch mit einbezieht. Ja, in der Mid-Lane hast du schon angesprochen, da passiert nicht so viel. Ja, hier natürlich jetzt auch so ein bisschen der Kill-Vorteil zumindest für die gute LeBlanc. Und das ist natürlich eine Sache, da muss man natürlich jetzt mit rechnen. Aber beide werden natürlich auch entsprechend scalen. Beide sind Assassins, beide können viel auch über Plays machen. Selbst wenn die Kette sitzt, kann man nochmal in die Shroud gehen. Also es sind natürlich viele Möglichkeiten, die es da geboten sind. Und ich glaube, ohne Jungler wird hier eh nicht so viel passieren. Ja, was interessant ist, ist insgesamt, dass Akali sich für Fleet Footwork entschieden hat und mit dem Bilge, was er Cutlass angefangen hat, also mit dem Entermesser, was ja einfach deutlich mehr Sustain gibt. Normalerweise willst du da eher mit dem Revolver anfangen, um noch ein bisschen mehr Schadenspotenzial zu haben. Aber hier, wie schon gesagt, nachvollziehbar. Es wird trotzdem sehr, sehr harter Spike sein, die sie mit dem Hexdeck Gunblade bekommt. Und Lloyd, er muss aufpassen. Ja, ja, ey, DNK jetzt hier natürlich im Gegner-Jungle. Stark. Wird das Repel nochmal benutzen, kommt sogar mit dem Flash nochmal davon. Artifact ist nochmal zur Stelle. Gleichzeitig auf der Botlane sieht man jetzt hier den Engage von Xayah und Rakan. Die Ultimate von Thresh hält natürlich hier nochmal so ein bisschen Distanz. Aber Celebrity, der müsste doch jetzt hier down gehen. Nein, er überlebt das Ganze. Und Doll, der wird jetzt hier ausgepeitscht. Zack, da ist er weg. Und da muss man natürlich jetzt irgendwie schauen, dass Pop hier nochmal rauskommt. Aber der poppt einfach auf und Hani holt sich den Kill. Und zack, somit kann man Druck auf diesen Botlane-Turret ausüben. Ja, Hani hier mit mehr Impact als Huni in den Games von Clutch Gaming, die wir gesehen haben. Aber insgesamt starker Turn auf jeden Fall. Dass Lucian hier lebendig rauskommt, da war
eigentlich nicht passieren. Den Botlane Tower, den wird man jetzt auch zu großen Teilen verlieren. Und die Aktion im Jungle von Loki, die war auch nicht schlecht. Also der Flash praktisch noch von Camille, der war stark. Hier Botlane sehen wir auch den Engage, der geht eigentlich von Thresh aus. Knockup kommt nochmal durch und ist eher die Antwort von Mega. Ein guter Turn von ihm, aber zu dem Zeitpunkt hier kassiert man so viel vom Niedermähen. Die Minion Wave hilft ja auch nochmal, während Venus einfach die Gegner wegklatscht. Und dann kommt der Teleport. Von Klett kann er sich sogar erlauben, weil Camille gerade eh im Jungle unterwegs war. Man verliert dadurch nicht so viel auf der anderen Seite. Kriegt aber zumindest den Herald. Das ist gut, dass man hier den Trade nochmal mitnimmt. Ich habe mal mit Sola so ein Xayah-Training gemacht. Aha. Und er hat mir gesagt, benutzt diese Ultimate bitte einfach nicht offensiv. Ja. Das hat man hier nochmal ganz gut gesehen. Die Federn haben auch nicht getroffen. Also Lucian hat hier gar nichts von den Federn abbekommen. Deswegen überlebt das Ganze auch. Und somit natürlich auch nicht worth für Xayah. Hier an dieser Stelle seht ihr den Turret-Kill eben bekommen auf Thresh. Aber ja, man hatte versucht, noch das Beste aus der Situation zu machen. Das gesagt, Thresh ist reingegangen. Und dann hat man natürlich irgendwie nochmal geschaut, ob man die Gegner hier selber nochmal überraschen kann. Also in der Mitte passiert halt wirklich gar nichts hier. Ne? Ja, beide Seiten sind halt ultra aggressiv. Bis auf die Midlane. Aber ansonsten sind beide Seiten ultra aggressiv. Und ich meine, jetzt haben wir die ersten Items. Ne? Also da steht ein Lucian schon mal sehr gut da. Der fühlt sich mit einem Item extrem wohl. Auch Akali, insaner Spike, den sie gerade hat. Auf der anderen Seite hängt Xayah hinterher, nicht zuletzt, weil sie Farm verloren hat. 30 Farm ist sie behind und auch auf der Top-Lane braucht man halt eine Weile, weil man erst Tiamat und dann Trinity Force kaufen muss. Jetzt kriegt man hier trotzdem den Turm. Der Herald hat da auf jeden Fall nochmal einige Ressourcen in Rocky gepumpt und der wird jetzt, also der hat jetzt wirklich seine Trainingssession. Wenn der am Ende nicht carried und den Boxkampf gewinnt, dann hat auch Mega ihre Win-Condition verloren. Das stimmt. Also er ist jetzt gerade wirklich im Sparring. Ja, hat er auf jeden Fall jetzt gerade gemerkt, okay, ich kann nicht einfach reingehen. Guck dir das mal an, wie viel Gold der mehr hat. Ja, ist schon ein bisschen was. Insane, fast 2000. Kann man mal machen. Er hat natürlich jetzt auch den First Rate gekriegt, das muss man dazu sagen, aber man sieht auch den Farbunterschied. Ne? Das ist natürlich immens. Die 40 Minions lassen sich hier auf jeden Fall sehen. Also Rockys Bizeps brennt. Das soll er natürlich auch hier. Hat sein Sheen noch mit am Start, wird jetzt bald Richtung Phage gehen und ich glaube, viel fehlt er zu Trinity Force nicht mehr. Er geht jetzt auf jeden Fall schon mal zurück in die Base. Vielleicht sehen wir von ihm noch sowas wie Ninja Tabi. Der Drache allerdings, der ist in diesem Spiel, der geht hier gerade an Loki. Ist nur ein Winddrache, den kann man sich gerade mitnehmen, weil man auf der Botlane so insane viel Druck hat. Und das ist halt die Frage, wie Mega damit weiterhin umgehen will. Weil natürlich ist ein gefeedeter Toplaner schön. Es ist auch schön, wenn du Split pushen kannst. Mit LeBlanc hast du ja auch die Möglichkeit für ein 1-3-1. Problematisch ist halt aber, dass wirklich die Xayah so hart behind ist. Sie hat jetzt die Sense Reaver, aber mit Lucian mithalten ist trotzdem noch nicht drin. Ich muss aber dazu sagen, also dieser Cloud Drake gibt tatsächlich sogar Hani jetzt wieder so einen kleinen Boost. Also er kann jetzt tatsächlich bei Teamfights oder wenn er dazukommen soll, schneller da sein. Ja? Und die Ultimate hilft natürlich auch seinen Teammates, schneller zu werden. Also es könnte helfen an einigen Stellen, gerade auch wenn man Engage sucht, wenn man Hook sucht, wenn man Kokon sucht, dann kann das jetzt tatsächlich sogar hilfreich sein. Klar, man sieht einen Mountain Drake oder Inferno Drake eigentlich, glaube ich, immer besser. Ja. Also jeder freut sich immer, wenn Inferno Drake spawnt. Kann natürlich auch gefährlich werden, wenn man da sein halbes Team verliert. Ne? Aber hier in dem Fall war es jetzt ohne Gefahr. Ja, meistens nimmt man den Winddrachen auch wirklich nur mit, wenn man den praktisch for free bekommt, wenn man kein Risiko eingeht, dabei einen Kampf zu verlieren. Man fühlt sich aber auf der Botside einfach gerade sehr wohl. Es ist wirklich so ein bisschen gespiegelt gerade. Die Topside von Mega ist gut und bei Loki ist es einfach die untere Seite der Karte. In der Midlane jetzt hier LeBlanc, die nochmal ranspringen, zwingt die Gegner damit einfach ein Stück weiter zurückzugehen. Aber Thresh ist natürlich auch ein Charakter, der seine Teamkameraden safen kann. Das Niedermähen hier einfach, um die Wave zu klären. Wäre schön gewesen, wenn der Hook noch getroffen hätte, aber da hast du noch einige Möglichkeiten zu. Das ist der große Vorteil von Loki. Na, sie sind zwar so auf einzelne Catches eigentlich mehr ausgelegt als auf einen Teamfight, aber dafür haben sie halt sehr viele Möglichkeiten, einzelne Ziele irgendwie rauszunehmen. Trinity Force ist übrigens ready. Also bei Rocky, na, so langsam fängt er an, hier wirklich ins 1 gegen 1 in den Ring steigen zu können. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Auf der Botlane haben wir, wenn wir jetzt auch mal vergleichen, auch einen kleinen Vorteil aktuell noch für Celebrity. Er hat zwar keinen Kill bekommen, hat dadurch aber 4 Assists und ein ganzes Item schon fertiggestellt. Wir sehen gerade nicht so viel. Spontane Nocturne Ultimate. Da werden wir natürlich gleich nochmal drauf schauen. Essence Reaver hier tatsächlich für die Xayah, die hier. Oh, das sind auch so eine schöne Ecke. Das sind wir. Das ist auch hi, schön. Hi, passiert. Ja, aber ich muss sagen, ist auch noch nicht so, so viel Turbulenz drin in diesem Spiel. Also klar, die Jungler haben schon viel gemacht und haben natürlich schon gezeigt, was sie für Einwirkungen auf die Lanes haben können. Gerade DNK hat hier schon einige gute Ganks geliefert.
von der Botlane, ja, das ist irgendwie so ein bisschen mehr verteidigen als alles andere an einigen Stellen. Und ich bin natürlich gespannt, was Artifact noch zeigen wird auf der Akali. Ja, da hat er vorhin gesagt, wir können einige spannende Plays von ihm und Loki erwarten. Ob wir die dann halt auch sehen, das bleibt noch so ein bisschen aus. Wir gehen aber mal wieder zurück ins Game. Oh, direkt den Kill. Ich habe von ihm gesprochen, zack, da holt er sich einen Kill ab. Lecker. Und Xayah hier jetzt mit einem 1-3 natürlich kein schönes Standing. Ne? Das ist so ein bisschen wie, wenn du sagst, ich gehe zum Friseur und dann schneidet er zu viel ab. Ja. Geht mir jedes Mal so, ne? Das ja, unbedingt genauso lang lassen wie bisher und dann ja. Sehe ich schon, wie die Hälfte runtergeht. Vor allem, ich sag eigentlich immer Seiten und hinten kurz und oben ein bisschen länger. Das ja. Ist eigentlich immer so das, was ich sage. Und dann sage ich natürlich, bitte? Funktioniert's? Nicht immer. Ah, okay. Also es kommt immer drauf an, wer da schneidet. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Vergleich jetzt gebracht habe, aber irgendwie. Ja, nee, ist okay. Weil eigentlich ist Xayah ziemlich gut aufgestellt. Ne? Xayah ist eigentlich ein Champion, der natürlich hier noch viel machen kann. Ich habe ja gesagt, Late Game ist da. Ja, aber gerade sieht es noch ein bisschen hässlich aus im Scoreboard. Und das ist immer so, wie wenn ich gerade vom Friseur komme. Das Potenzial ist da auf meinem Kopf, aber wenn es gerade frisch rasiert ist, ist kacke. Ist einfach nicht geil. Ja. Es ist einfach nicht geil. Ne? Xayah rasiert auch noch nicht so hart, wie sie es eigentlich können sollte. Wir haben ja auch die Stats noch schon angesprochen, ist nicht schön. Lucian mit 0,05 nähert sich auch dem Geheimagentenstatus. Ist für ihn natürlich auch unangenehm. Ne? Der große Punkt ist wirklich, dass bei Loki so viel auf der Elise liegt. Es ist am Anfang geil, sie hat auch jetzt hier schon mal ein bisschen Penetration, ein bisschen Damage, aber später halt nicht mehr. Bei einem Gragas zum Beispiel im Jungle ist es auch super gut, wenn er Kills bekommt, weil er halt ordentlich böllern kann. Er ist da so ein bisschen wie Elise, hat aber meiner Meinung nach noch mehr Impact im Late Game. Der Elise kann halt einfach nur catchen. Ja. Dann sehen wir auch gerade nochmal die Goldunterschiede. Der größte Unterschied wirklich Toplane und Botlane. Jo, das scheppert, ja. Aber man kann, wie gesagt, noch einiges hier rausholen. Man hat auch einen guten Engage tatsächlich bei Mega, die hier auch im Gold jetzt noch ein Stück weit zurückliegen. Aber das liegt auch so ein bisschen daran, dass einfach mehr Kills auch im Gegnerteam sind. Das Farm hier aber an einigen Stellen auch mehr ist. Zumindest auf der Seite von Lucian, der hat hier natürlich mehr bekommen. Wir haben die Elise, die deutlich mehr Gold hat als Sexen. Aber auf der Toplane, da kann man natürlich auch so ein bisschen prahl. Rocky, ja, der ist gerade in der zweiten Woche Training und bald hat er Bock auf einen Fight und dann geht's los. Na, wir haben aber auch bald den härtesten Spike bei Artifact. Also eigentlich kann man schon sagen, der härteste Spike von Akali, wenn sie Gunblade hat. Wenn sie aber die Double Penetration über die Boots und den Oblivion Orb hat, dann wird es nochmal deutlich schlimmer, oder? Obsidian Orb, ich verwechsel es immer, ne? Minecraft und Elder Scrolls, schwierig. Auf jeden Fall wird das noch unangenehmer und wir sehen es auch gerade, wie G4 immer wieder rangeht, immer wieder ein bisschen Schaden machen kann. Und das ist so wichtig, weil LeBlanc hat hier kein One-Shot-Potenzial, aber sie hat die Möglichkeit, die Gegner mal wieder low zu kriegen. Auf der anderen Seite hier Artifact, der einfach selber anfängt zu split-pushen. Ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du G4 gesagt hast und ich musste irgendwie an Internet denken. Stell dir mal vor. Wow. Ja, den nächsten Fight gewinnt G4 einfach nur, weil er eine schnellere Connection hat. Gut. Ja, aber zumindest zu seinem Team, das könnte natürlich sein. Jetzt hier der nächste Drake, das ist der Ocean Drake. Und den snackt sich diesmal mega. Die Frage, die sich natürlich auch bei G4 stellt, ist G4 besser als G2? Na, das ist ja praktisch. LOL! Na, das sind zwei mehr. Also wenn ein Spieler besser ist als ein ganzes Team, das wäre schon krass. Das wäre krass. Auf der Top-Lane ist jetzt der Tower gefallen, das ist natürlich auch okay, in dem Fall, wenn man getradet hat, man hat einen Meeresdrachen bei Mega bekommen und man hat den Botlane-Tower bekommen. Dadurch sieht die Map auch wieder ein bisschen gespiegelter aus. Ne? Beide Pits sind leer, wir haben die Tier-1-Türme auf Top-Lane und Botlane bei beiden Seiten. Und ich finde auch insgesamt, selbst wenn wir jetzt 2000 Gold Vorsprung für Loki haben, es ist ein Spiel auf Augenhöhe und es ist ein ziemlich chaotisches Spiel, was so die Gangs angeht. Es gibt einige Situationen, die man einfach nicht komplett sauber runterspielt. Und am Anfang, muss ich sagen, am ersten Spieltag, wo wir die beiden Gruppen gesehen haben, dachte ich mir noch, okay, ne, Hong Kong Attitude wird einfach ihren Erwartungen nicht gerecht. Mhm. Aber wenn ich so den Vergleich sehe zu Mega und Loki, dann finde ich, ist Hong Kong Attitude doch das deutlich bessere Team. Ja, Hong Kong hat ja auch heute schon gewonnen. Ja. Jetzt, der will hier so ein bisschen die Crux, die Ehre der Crux verteidigen. Ja, aber Rocky sagt sich, nö, ich hab Bock. Und der farmt sich ja natürlich einen Ast und kann natürlich jetzt hier über die Sidelane auch so ein bisschen was machen. Bisher bleiben aber die großen Teamfights aus. Also es sind immer natürlich immer kleinere Skirmishes, kleinere Catches, kleinere Gangs, die sich jetzt so ein bisschen relativieren werden. Das ist nicht so mega. Das ist nicht so mega bisher, ja. Ne? Das ist eher so low-key, ja. Das Spiel bisher. Ja. Gehe ich auf jeden Fall mit. Aber ich warte natürlich noch auf die großen Fights und spätestens, wenn der Baron, der jetzt gerade gespawnt ist, zum Thema wird. Da wird es wahrscheinlich dann auch Teamfight-technisch mal interessanter. Ja, du hast ja auch Teamfights als großes Thema gerade angesprochen. Ich glaube insgesamt, Baron ist so das Einzige, worum man wirklich teamfighten wird. Ansonsten fühlen sich die beiden Seiten eher wohl in einem Split-Push. Ja. Glad ist halt eigentlich ein sehr starker Charakter, sollte auch immer rauskommen oder sogar engagen können, wenn er Unterstützung bekommt. Und auch Nakali, ne? Die will auf eine Solo-Lane, LeBlanc genauso. Die Team-Kombos hier sind nicht wirklich darauf ausgelegt zu teamfighten. Und von daher wird es auch sehr spannend zu sehen, wie es denn aussieht, wenn es denn später wirklich zum Baron kommt.
Weil da muss ich klar sagen, hat Loki mit den Catch-Optionen natürlich Möglichkeiten, ein Mega, was wie vorhin Positioning-Probleme hat, einfach rauszunehmen. Ja, definitiv. Ja, was wir jetzt hier noch sehen, ist vielleicht, ich weiß nicht, wie oft es jetzt in den letzten Tagen tatsächlich schon angesprochen wurde, aber was ja natürlich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aufgefallen ist, dass der Midlaner, der Botlaner, der Toplaner immer TP dabei hatte. Jetzt müssen wir hier natürlich gerade nochmal aufpassen. Ein kleines Begrüßungsgeschenk, oh. Der Hook, der sitzt auf jeden Fall, Laterne lässt auf sich warten, beziehungsweise da muss man sogar selber rausflashen. Und Celebrity, der wird jetzt hier nochmal gesaved. Man hat jetzt hier auf diesen Positionen auch die Spades wieder angepasst. Auf beiden Seiten tatsächlich auf dem AD Carry auch hier wieder Heal, in der Mitte Ignite. Und da, ja, hat man natürlich sich zumindest jetzt hier in dieser Partie auch für entschieden. Ach, schon wieder der Hook. Sehen. Der geht schon an der Seite. Ja, muss man natürlich jetzt hier aufpassen. Das ist natürlich eine ganz, ganz komplizierte Situation, dass man sich da so weit vorne befindet. Akali geht jetzt hier über den Tower Dive. Artefakt wird sofort gelöscht. Zack, zurück in den Bunker mit dir, Alter. In den Bunker? Da kommen die Artefakte her. Ja, kennst du das nicht, wenn die so in so einem Bunker gesaved werden? Ah, ja, ja, natürlich. Oder ich wollte eigentlich Ruine sagen. Ah. Ruine. Das war das Gleiche. Wahrscheinlich eher Artefakte. Das ist fast das Gleiche. Ja, man hat es gerade gesehen, ne? Klett hier mit dem kleinen Flank-Versuch. Daran ist er auf jeden Fall stark, aber es hat wieder mit einem Catch angefangen. Die Thresholds sind einfach on point. Venus hat sich da wieder eins rausgepickt. Und Mega hat es eigentlich recht gut beantwortet. Sie haben immerhin mehr Kills aus der ganzen Sache rausbekommen, aber es war wieder ziemlich durcheinander. Jetzt sehen wir den Fight nochmal. Venus startet das Ganze, ja. Schöner Hook. Obwohl man hier, glaube ich, wenig Vision hatte. Vielleicht höchstens durch die Ward, ne? Der Follow-up ist da. Der Damage dann aber einfach zu hoch, gerade durch die Xayah. Die rettet sich hier nochmal vor Artefakt. Der versucht dann wieder reinzugehen. Das ist das zweite Mal, dass er eine Ultimate benutzt, wo ich mir so denke, das muss jetzt nicht sein. Was wir auch ganz gut gesehen haben, wir haben eigentlich den Engage auf Seiten von Venus, aber Celebrity, der farmt einfach weiter. Der hat einfach die Minions geslayed und wird dann vom Rakan engaged, ist dann sofort weg. Und das war dann natürlich ja ein bisschen unvorteilhaft für die Jungs von Loki. Die sich jetzt hier natürlich immer noch einen kleinen Vorteil erarbeitet haben, aber es wirkt immer so, gerade was das Artefakt hier bisher gemacht hat, dass da noch ein paar verbesserungswürdige Situationen gezeigt wurden. Na, auf jeden Fall. Wir haben jetzt aber so langsam zwei Items bei Doyle. Der kann mehr machen, der hat auch langsam mehr Schaden als zu Beginn. Ja gut, da wird man jetzt diesmal sogar nicht so hart followen, einfach weil man weiß, dass in der Midlane noch mehr Unterstützung bei Mega am Start ist. Klett wieder auf der Toplane, hat die Wave da vorbereitet, dass die ein bisschen reinpusht. Da muss man sich gleich drum kümmern. Und im besten Fall kriegt man dann in der Midlane wieder die Überzahl. Es läuft gerade sehr viel über die mittlere Linie, ne, wo man probiert, hier wieder einzelne Ziele zu kriegen, irgendwie einen Catch zu kriegen und dann vielleicht sogar Richtung Baron zu gehen, weil der ist seit 3 Minuten da und damit auch wieder ein verdammt wichtiges Ziel. Ja, was man jetzt hier macht, man stellt jetzt erstmal Artefakt gegen Rocky, der zumindest im Level mithalten kann, auch im Farm, ist ja, sind sie ähnlich vertreten, haben sogar ähnliche Stats und der gute Hani bleibt jetzt erstmal beim Team. Aber man hat jetzt hier, man sucht hier natürlich jetzt so ein bisschen die Öffnung. Man sucht jetzt hier die Öffnung für die nächste Möglichkeit. Der Ocean Drake, wie gesagt, hier auch natürlich jetzt wieder ab und kann natürlich auch wieder zum Ziel werden. Aber der Baron, der hat jetzt Priorität. Ja, da hat man auch schon ein bisschen Vision drumherum aufgebaut. Wir sehen aber auch wieder, beide Teams sind nicht die Vision-stärksten. Da haben wir ja gerade den Vergleich vorhin zu Hongkong gehabt, die ein bisschen koordinierter aufgestellt waren, was das anging. Hier versucht man sich wieder um den Drachen zu kümmern. Und so langsam sieht man da auch wieder mehr auf der Map bei Loki, die hier ihren Fokus Richtung Meeresdrachen setzen, ist nicht verkehrt. Gerade wenn es später zu diesem Baron-Tanz kommt, ist Regeneration natürlich wieder gerne gesehen. Die Rotation jetzt aber Richtung Mitte. Ja. Klett will auch rein. Ultimate geht raus. Artefakt wieder ziemlich weit vorne. Hook sitzt jetzt hier auf Lloyd, der rausflashen muss. Aber man geht jetzt hier nochmal hinterher. Aber man kann daraus nicht weiter profitieren. Man hat jetzt hier einiges bekommen. Man hat jetzt hier aber auch was investiert. Man hat den Flash vom Jungler bekommen. Aber die Ultimate selber genutzt auf Hani, jetzt geht man wieder geschlossen als Team hier wirklich zu diesem Dragon. Wundert mich tatsächlich, dass das hier zu so einer hitzigen Situation kommt. Klar, man hatte die Midlane-Pressure und die wird jetzt wieder hochgehalten. Man muss wieder diesen Dragon abbrechen, aber man will dieses diesmal nicht veranlassen. Also man schickt hier zwei Leute in die Mitte, die die Wave annehmen und kriegt selber den Dragon. Kann man so machen. Ja, man merkt auch, dass hier Mega nicht wirklich re-engagen kann. Sie haben, wie du schon meintest, viele Ultimates bekommen, viele Fähigkeiten der Gegner wurden investiert. Man hat selber nicht wirklich geschafft zu turnen. Ist hier vielleicht auch einfach nicht sicher genug, was das angeht, aber man hat dadurch den Drachen verloren und den Drachen abgegeben. Dadurch der Ausgleich, was die Regeneration angeht, durch die gute Vorbereitung der Midlane oder der Wave zumindest, klatscht, hat man aber einiges an Schaden am Tower bekommen. Rocky, der ist jetzt hier auf jeden Fall an Hani dran. Ultimate geht raus und das wird es auf jeden Fall gewesen sein. Aber auch wieder nicht respektiert von Hani an dieser Stelle. Also er war schon super low, wurde fast abgemountet und geht dann aber trotzdem mal für den Re-Engage und wird dann, ja, mehr oder weniger zerhackstückt
Zerhackstückt oder Stück? Der hackstückelnde Zerhackstückler. Der hackfleischhassende Zerhacker. Ah ja. Genau. Okay. Er wird einfach zerstückelt, ja, das auf jeden Fall. Hier Camille im 1 gegen 1 immer noch einer der stärksten Charaktere, deswegen ist sie ja einer der beliebtesten Splitpusher, auch wenn Fiora hart gebufft wurde. Und das wundert mich so ein klein wenig, dass wir die so selten sehen. Liegt aber auch daran, dass die Matchups halt einfach ja im besten Fall für sie nicht so gut aussehen. Ne? Wir haben eher, also auf der Red Side die Option, Fiora ist kein Blindpick. Man macht es nicht wie mit Renekton, was wir auch wieder gesehen haben die letzten Tage. Es gibt einfach Top-Laner, die solltest du nur spielen, wenn du dir hundertprozentig sicher bist, dass sie keine schlechte Laning-Phase haben. Und da ist Fiora einfach immer noch zu anfällig. Vision wird wieder Richtung Baron aufgebaut. Und mit den Türmen, die man bekommen hat, hat das hier Mega zum ersten Mal geschafft, selbst ein ganz, ganz kleines bisschen nach vorne zu kommen, was das Gold angeht. Ja, jetzt wird natürlich die Vision auch, wie gesagt, hier am Baron so ein bisschen aufgebaut. Man sucht hier und da die Möglichkeit, noch die Vision des Gegners zu clearen. Clearen? Ja, clearen. Man hat jetzt hier nochmal eine Pflanze, die dabei natürlich helfen kann. Und auch das Trinket wird jetzt hier nochmal dafür sorgen. Also das gesammelte Team von Loki geht jetzt geschlossen hin. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Man hat den Druck auf der Botlane zumindest so weit, dass man da jetzt erstmal nicht in Gefahr läuft, den Tower zu verlieren. G4 muss jetzt hier auf jeden Fall mal Flugmodus anmachen, aber man geht jetzt hier für den Re-Engage. Man hat nicht mit Lloyd gerechnet, der jetzt hier auf Artifact auf jeden Fall drauf geht. Man ist jetzt aber auf der anderen Seite auf DNK mit der Möglichkeit, da G4 auch nochmal ein bisschen zu penetrieren. Lloyd, der wird jetzt hier platzen und G4, ja, der kommt jetzt hier irgendwie nochmal raus. Das war wieder eine recht chaotische Situation, aber es sah so ein bisschen aus, als wüsste DNK so ein bisschen besser, was er hier tut. Das war auf jeden Fall too much. Man wollte hier eigentlich selber den Catch kriegen und am Anfang sah es da gut aus, aber der Follow-up war schneller da. Glett kann halt auch einfach schneller hinterherrennen und das wird jetzt hier sehr wahrscheinlich der Baron für AK, außer man schafft es nochmal das Ganze abzubrechen. Oh, der Hook sitzt. Akali hat das Ganze markiert. Teleport. Kimmel hat den Zauber, man will hier fighten. Jetzt mittendrin, Rakan, Ultimate, geht noch nicht raus. Man geht jetzt hier für das W, aber es wird nicht reichen. Man bekommt den ersten und auch Rocky, ja, der wird jetzt hier nochmal flüchten müssen. Oh, die Ultimate, beziehungsweise das E von Artifact, das hilft jetzt hier nochmal bei diesem Kill und das war mal eine starke Situation. Double Kill hier an dieser Stelle. Triple Kill für Celebrity. Man verzichtet erstmal auf den Baron, holt den Midlane Turret und das war eine starke Situation. Auf jeden Fall. Mega versucht hier das Ganze nochmal zu verteidigen. Am Ende gibt man wieder extrem viele Kills ab und das, wo sie gerade diesen kleinen Goldlied hatten. Natürlich, der Baron wurde verhindert, das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Man hat auch nochmal einen Botlane Tower bekommen können. Camille darf man nicht so einfach im Splitpush lassen. Aber dass man hier so ohne weiteres praktisch den Xin verliert, ich hätte mir gewünscht, dass wir die Situation davor nochmal sehen, wie man praktisch Xin abgegeben hat. Hier aber, ich habe schon gesagt, der Hook trifft, Akali kann praktisch schon reingehen, man entscheidet sich sogar dagegen. Dann kommt der Teleport, Akan trifft niemanden mit der Ultimate, Doyle auch mit den Federn nicht optimal, also es sitzt alles nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Dann kommt die Vor dazu. Und man muss natürlich sagen, so viele Fehler wie hier Mega auch macht, Loki spielt das einfach gut. Sie bleiben auf Abstand, versuchen hier gerade die Federn von Xayah so ein bisschen zu vermeiden. Und damit haben sie jetzt hier wieder einen netten kleinen Goldvorsprung bekommen können, haben den Midland Tier 1 Tower eingerissen und haben jetzt gute Aussichten auf vielleicht sogar den nächsten Baron. Ja, ja, überhaupt mal den ersten. Ja, also auf den nächsten Versuch. Ja. Es gibt ja immer ein nächstes Mal. Was mir sehr gut gefallen hat, ist tatsächlich, dass Artifact hier die Markierung auf Rocky gesetzt hat und dann nochmal natürlich für den Gnadenstoß gesorgt hat. Also, ja, das war meine Situation, wo ich sagen würde, Artifact hat jetzt hier mal was sehr, sehr Schlaues gemacht und hier natürlich den Top-Laner dann auch aus dem Spiel genommen. Ja, wir haben es gesehen, auf den Baron wurde jetzt hier nochmal verzichtet in der Stelle, aber das wird wieder in diese Richtung gehen. Was jetzt natürlich der Unterschied ist, Rocky hat keinen Teleport mehr. Das heißt, er kann sich jetzt nicht permanent auf der Botlane aufhalten. Das stimmt. Er würde jetzt fehlen, wenn man hier wieder Richtung Baron gehen sollte. Gleichzeitig hat man aber auch gemerkt, okay, wir können Kimmel nicht einfach so machen lassen. Wenn man da weggeht, verliert man hier den Tier 3 Tower. Und deswegen bleibt einfach Kletter. Der gute Hani hat nämlich noch seinen Teleport und hat damit die Möglichkeit, hier so lange zu deffen, bis man dann halt Richtung Baron gehen will. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein kleines bisschen dauern, wenn man hofft, dass die gegnerische Vision einfach ausläuft. Aber Rocky, ja, ist dabei wieder zu traden, ne? Man sieht, also der Schaden ist halt so wirklich rein. Gut. Wahnsinn, ja, also das kann er auf jeden Fall gut Schellen verteilen, da ist er auf jeden Fall vorne mit dabei. Das E, das müsste jetzt noch auf Cooldown sein, deswegen muss Rocky jetzt mal schauen, wie er rauskommt. Jetzt hat er es wieder ab. Oh. Knallpflanze wird jetzt hier nicht getriggert, man kann jetzt hier die Ultimate nochmal nutzen, aber das so sollte gut zumindest reichen, dachte ich, aber nein. Rocky kommt jetzt hier nochmal raus, poppt, der geht jetzt hier nochmal ran, aber der poppt jetzt auf, zack, da gibt's den ersten und es wird gleich den zweiten Kill geben, aber die Federn, die waren mal nicht schlecht. Oh, jo, Junge, da hat er aber mal was abbekommen, alle festgehalten an dieser Stelle und auf der anderen Seite sehen wir Artifact in der Mitte, der snackt sich jetzt
hier das Internet, ja? Der lädt nochmal Datenvolumen auf der anderen Seite hier. Also sehr viele kleine Fights. Aber es passiert überall was. Alle wollen Aua machen. Ja, was ist das? Also, den Fight müssen wir auf jeden Fall nochmal sehen. Also am Anfang wirklich, du hast gesagt, ich hätte Kamel tot sein müssen, aber Rocky hat das so clean gespielt. Natürlich geht man hier jetzt Richtung Baron, man ist in der Überzahl. Kamel kümmert sich lieber wieder um die Botlane in der Hoffnung, dass man da irgendwie den Inhibitor rausbekommen kann, damit man einfach Zeit kriegt. Lloyd ist sogar am Start, aber stealen können würde er hier nicht mehr. Und das, ja, bringt nicht mal einen Botlane Tower. Also da hat Mega wieder selbst super viel abgegeben, dass man hier doll fast verkauft mit, dem Knallzapfen. Na, dass man hier zwischendrin aber auch nochmal abgebrochen wird. Also Venus ist hier einer der wichtigsten Spieler gerade. Er trifft so viele Hooks. Sein Flay hat praktisch den Jump von Kamel nochmal verhindert. Ich will den Fight nochmal sehen. Wo ist das Replay? Na, ist die Frage. Man würde jetzt zwar Richtung Drachen gehen, aber ich glaube, so hart wird man den Baron da noch nicht ausnutzen können. Ja, da haben wir es jetzt. Na, auch die Midlane-Aktion auch. G4 wird da komplett deleted. Obwohl, nee, ich glaube, es war nicht G4, es war irgendjemand anders, oder? Nee, es war G4. Es war ziemlich sicher G4. Ja, Artefakt. Da kommt nämlich nochmal Artefakt. Ja. Schön. Oh, Lul. Da hast du sogar nochmal die Ultimate benutzt. Ah. Aber ich hätte gerne komplett. Ja, ich hätte das unten auch gerne nochmal gesehen, weil die Federn, die waren nicht schlecht gesetzt von Xayah. Ja, ja. Definitiv. Aber was dann passiert ist, das bleibt unbegreiflich. Also, was dann passiert ist, bleibt nicht schockiert. Ja, ja, das, was sie da sehen können. Ärzte hassen sie dafür. Ja. Teile des Replays könnten sie verunsichern. Ja. Definitiv. Ja, man hat den Baron jetzt aber bekommen, das ist für Loki natürlich schön. Von Mega warten wir noch auf das Mega-Play. Aber es wird nicht kommen. Es ist eher wieder Mega-Throw, den sie immer wieder in kleinen Häppchen servieren. Aber ich bin so langsam satt. So, ich hätte gerne ein gutes Mega. Ich hätte gerne Mega, was gewinnt. Aber die haben jetzt hier auf jeden Fall nochmal 3000 Gold einbüßen müssen. Also Loki hat da wieder einen Vorsprung. Die kümmern sich jetzt als komplettes Team einfach darum zu pushen. Ich habe schon gesagt, Teamfight ist eigentlich nicht geil. Eigentlich will man Split pushen, aber wenn man sich so hart in die Enge treiben lässt, ist ein Split-Push einfach nicht mehr möglich. Und auf der Seite von Mega heißt es jetzt einfach nur noch irgendwie Wave-Clearen, aber wer will das machen? LeBlanc, ja. Wenn sie reinspringt, hat Schwierigkeiten. Xayah hat auch nicht die höchste Range. Wobei, also ich muss sagen, du hast gerade gesagt, Teamfight ist nicht das, wonach man hier sucht. Wahrscheinlich nicht, aber ich auf jeden Fall schon. Ja, also ich stehe auf Acker-Match. Ich will, dass sie sich hier gegenseitig kloppen. Dieser Turret, der wird jetzt aber down gehen. Und jetzt geht man rein. Jetzt ist Acker-Match. Jetzt gibt aber mal eine Xayah Ultimate, die vielleicht ein paar gute Federn leisten können. Aber er muss jetzt auch ziehen. Zieh doch rein, Junge. Zieh. Ja, jetzt hat er mal gezogen, aber hat nicht so viel gebracht. Man kriegt jetzt hier zumindest mal einen GA. Der Inhib, der wird jetzt hier fallen. Aber was muss man dafür bezahlen? Man muss auf jeden Fall Lucian abgeben. Während G4 auf jeden Fall. Oh mein Gott! Zack, da geht man für den Re-Engage. Und das könnte tatsächlich schon für den finalen Push sorgen, wenn man jetzt hier die Kills bekommt. Xin und Rakan. So wie auch Xayah, die müssen sich jetzt hier zurückziehen. Du bist halt einfach Superior Analyst, Superior Caster, du bist halt einfach nur Superior, Kalle. Ja, mega, aber da geht man nochmal für den Tower Dive. Ja, sollte jetzt hier auch reichen, man ist zu viert, Lucian ist zwar down. Und wenn man jetzt hier die nächste Mini-Wave bekommt, ja, vorbei, 20 Sekunden, 30 Sekunden teilweise bei den Leuten im Gegner-Team. Man hält jetzt hier nur so ein bisschen dagegen, aber es wirkt ein bisschen... Du bist so low. Ja. So viel Leben verloren. Bruder, da muss man aufpassen. Power's down. Ja. Meine Damen und Herren, das wird's gewesen sein. Loki gewinnt mit einem Mega-Sieg gegen Mega Esports hier an dieser Stelle. Und ja, es war natürlich ein Spiel, wo die großen Fights so ein bisschen ausgeblieben sind. Ja, wir laufen uns hier so ein bisschen warm. Zwei Spiele haben wir gleich mindestens noch für euch. Aber man hat auch gesehen, dass hier beide Teams sich viel erlaubt haben. Wir haben Artifact in den ersten Zeilen natürlich gesehen, in den ersten Minuten gesehen, der nicht so wirklich ins Spiel gekommen ist, der hier so ein paar fragwürdige Tower Dives auch geliefert hat, fragwürdig seine Fähigkeiten nochmal eingesetzt hat, um natürlich diese Kills abzuholen. Aber dann nach hinten hinaus die letzten Fights, die sahen sehr gut aus. Xayah und Rakan, die sind nicht wirklich aufgegangen. Rakan konnte kaum eine Ultimate setzen, die hier dafür sorgt, dass man da auch die Gegner mal so ein bisschen in Bedrängnis kriegt und somit hier also auch tatsächlich aus meiner Sicht der verdiente Sieg für Loki. Auf jeden Fall, ne? Es war einiges, was falsch gelaufen ist bei Mega. Aber Loki, die haben sich einfach nicht viel Gedanken gemacht. Die haben einfach das Spiel entspannt runtergespielt, darauf vertraut, dass Venus seine Hooks trifft. Das war wirklich wichtig. Das hat er auch sehr gut umgesetzt, muss man einfach sagen. Ja, und wie schon gesagt, Kalle hat wieder eine Prediction richtig. Ich habe mal wieder eine falsch. Ich habe einfach zu viel auf Mega gesetzt. Ich habe vorgestern, echt so ein bisschen angefangen, mit dem Team zu sympathisieren. Hab mir so gedacht, geil, ne? Die spielen hier nicht schlecht, die spielen aggressiv. Aber heute haben die so viele Fehler gemacht, über den gesamten Tag verteilt. Das war einfach nicht das, was ich von ihnen erwartet habe. Es war wahrscheinlich auch nicht das, was sie selber sich erhofft haben. Aber für Loki umso besser, weil ihre Chancen dadurch nochmal steigen, vielleicht sogar in die Mainphase zu kommen. Kekwe.
in den Chat. Cake wie in den Chat. Ja, aber tatsächlich habe ich mich gefreut, tatsächlich, dass Loki hier gewonnen hat. Nicht nur, weil meine Prediction damit richtig ist, sondern generell habe ich auch das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen more stable wirken hier in diesem Spiel. Gerade DNK, der dann in ja. Jungle, der sehr viel gemacht hat, in den ersten Minuten mit Elise auch tatsächlich gezeigt hat, dass das Potenzial da ist. Ich habe gesagt, beide Jungler werden viel versuchen, über Lane zu machen. Und er hat immer ein bisschen mehr gemacht und das hat sich auch bezahlt gemacht. Ja, vor allem Elise natürlich auch mit so viel Kills. Also wenn sie da ihre 4-1 oder so steht zu Beginn, dann kann sie auch einfach mehr machen. Gleichzeitig hat man gemerkt, eigentlich wollte die Combo von Mega mehr über den Split-Push gehen. Sie hatten Camille, so, sie haben es auch geschafft zu Split-Pushen, aber sie haben es nicht geschafft, diesem Engage von Klett und den Hooks zu widerstehen. Wenn sie sich da hätten einfach nicht catchen lassen und es ein bisschen defensiver gespielt hätten, hätte es auch genauso gut an sie gehen können, aber es waren einfach zu viele Fehler dabei. Ja, was man bei Rocky immer so ein bisschen kritisieren muss wahrscheinlich, ist, dass er da auf der Lane eigentlich, finde ich, vieles richtig gemacht hat. Gerade zwar, also die erste Situation war natürlich ein bisschen schade, dass er dann nicht geflasht ist, aber danach hat er eigentlich Hani sehr gut unter Kontrolle bekommen und das war eigentlich das Richtige. Also er wollte ja eigentlich, dass Klett hier immer auf der Sideline ist. Wir haben auch den Solo-Kill auf der Botlane nochmal gesehen und auch den Pressure dann in dem Turret. Und hätte er da das Ganze hochhalten können, dann hätte man da auf jeden Fall mehr bekommen. Auf der anderen Seite ist man natürlich dann auch so ein bisschen unglücklich in die Gegner gefallen und was das Ganze natürlich so ein bisschen relativiert dann. Ja, auch diese beiden Catches, die man immer wieder direkt vom Baron hatte. Das erste Mal denkt man hat selber die Option, jemanden rauszunehmen, geht rein, auf einmal stehen Klett und der Rest des Teams in deinem Gesicht, man verliert den eigenen Jungler, Baron gone. Ja. So, dann hat man nochmal diesen einen Fight, wo man praktisch geaced wurde, Baron gone, so. Also im Endeffekt, man hat zwar nur einen Baron bekommen, aber es waren zwei Fights, die man so hart verloren hat, wo einfach man auch so viel auf der Map verloren hat, weil wie ich zwischen uns schon gesagt habe, wenn du Split pushen willst, dann brauchst du selber Vision und du musst halt dafür sorgen, dass die Gegner dich nicht komplett reindrücken, weil du kannst als Kimmel nicht einfach an Tier 2 Tower laufen, wenn die Gegner an deiner Base stehen, das funktioniert nicht. Ja. Und da hat Mega einfach zu viele Fehler gemacht, so einfach ist es, sie werden heute auch kein Game mehr haben, das heißt, sie sind sehr sicher draußen. Für Loki, wir sehen Tiebreaker, aber für Loki besteht auf jeden Fall noch die Möglichkeit, damit weiterzukommen. Ja. Wir gucken aber jetzt nochmal ganz kurz in Interview rein, na, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen hören werden, was passiert ist. For making it to the knockout stage. I was backstage with a Spawn, the caster we have, and he was saying that Loki was the strongest looking team in this group. Do you agree? Thì đầu tiên chúc mừng bạn vì đã lọt vào vòng knockout của giải đấu chung kết thế giới vòng khởi động ha. Thì bình luận viên có nói là team Loki là team mạnh nhất ở trong vòng bảng này thì bạn thấy sao về nhận định này? Trước tiên thì em xin cảm ơn vì chúc mừng cho em và được đánh giá là một đội mạnh nhất ở bảng này thì em cảm giác chắc là đúng, cảm giác của em là vậy. So thank you so much for your congratulations and I feel strongly that we are the best team in this group. Nice confidence, that's always enjoyable. Now you will be playing against HKA once again later today. What do you think about the team and their chances to beat you based on what we saw earlier? Thì bạn nghĩ sao về cái cơ hội của team Loki mình trước HKA, trước sau khi mà cái trận đấu vừa nãy của mình và trận đấu vừa nãy của HKA? Sau khi xem qua trận đấu hồi nãy thì em nghĩ ở trận đấu sắp tới với Hồng Kông May thì chắc cũng sẽ dễ thôi, không khó. So after observing their game, I think the next matchup with SKA is going to be easy. Also confident, so really enjoyable too. Now, I know it's the first international tournament you play as a support because you used to be a jungler. Is it hard for you playing on the big stage against maybe more experienced support since you're starting? Thì đây sẽ là lần đầu, đây là lần đầu tiên mình chơi ở một giải đấu quốc tế lớn như chung kết thế giới dưới vai trò là hỗ trợ. Thì bạn cảm giác như thế nào khi mình phải đối đầu với những hỗ trợ kinh nghiệm hơn trong giải đấu này? Lần đầu tiên đi chung kết thế giới ở vị trí hỗ trợ thì cũng khá là sợ tại vì lane này lane 2 người. Nhưng mà may mắn thì em có một AD tốt, kiểu dạng như là hay kèm với chỉ em cho nên em không sợ cho lắm. So this is my first international appearance as a support and I actually very kind of scared because I have to match up with experienced support. But and it's also because this is a two-man lane, but I got a very good AD carry who actually guided me through the game. Nice teamwork. Is there anything you've been able to bring from your experience playing in the jungle to the support lane? Mình có sử dụng bất kỳ cái kinh nghiệm nào dưới tư cách là người đi rừng trong cái giải đấu lần trước cho cái trải nghiệm lần này của mình với tư cách là người hỗ trợ hay không? Ở những kinh nghiệm lần trước thì cảm giác chắc là trước tiên là em đã đi thế giới rồi cho nên cũng không run lắm và kinh nghiệm từ đi rừng là chắc là quan sát map tại vì em cảm nhận là hai lane rừng với support nó cũng như nhau, chỉ là em quan sát map nhiều và đưa thông tin nhiều hơn thôi. So this is my second world appearance, so I actually
quite confident, not so nervous. And the main takeaway for me as a jungler applying to support is that I can have a very good map control and map observation, and I can guide the stream through with lots of information. All right, well, thank you very much for the insights. Congrats again on making it, and good luck for your next game today. Thank you for the translation. We're going to take a short break, and coming back, it's going to be Flamengo Esports versus Royal Youth. Ja, ihr habt schon gehört, welches Team oder welche Begegnung wir gleich sehen werden. Vorher bei euch, für euch nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung vom Interview. Man war sehr confident, dass man es vielleicht sogar schafft, als Erster aus der Gruppe rauszugehen. Ja. Vor allen Dingen hat man aber gesagt, der gute Venus, dass er so ein bisschen, sagen wir mal, überrascht war oder nicht wusste, was auf ihn zukommt, weil er vom Jungle auf die Support-Position gewechselt ist. Trotzdem hat er aber ein verdammt gutes Spiel gespielt, muss man sagen. Also die Hooks haben sehr viel entschieden. Ja. Und entschieden ist auch die Prediction diese Woche so ein bisschen. Wir können gerade nochmal kurz reingucken. Hey, der Einzige, der zweimal rot hat, bin ich. Ja, aber ich freue mich natürlich, dass Sola auch verkackt hat. Wow! Ja, aber Maxim und ich, wir battlen uns ein bisschen, ist okay. Ich hole auf. Aber die nächsten beiden Games sind natürlich noch entscheidend, weil wir beide das nächste Game auch unterschiedlich gevotet haben. Vorne kommen. Ja. Wir werden sehen, wie es gleich aussieht. Auf jeden Fall haben wir jetzt aber gleich nochmal ein kurzes Päuschen, bevor wir dann Flamengo gegen Royal Youth sehen werden. Und wie wir hier an der Tabelle schon sehen, Royal Youth hat heute tatsächlich noch kein Game gewonnen. Für die sieht es auch nicht wirklich gut aus. Ja, noch eins. Flamengo hat auch, ja, das stimmt. Flamengo hat auch den Team-Support auf ihrer Seite auf jeden Fall. Ne? Die Fans sind da am Start, die machen immer ordentlich Stimmung. Ihr könnt auch nochmal ordentlich Stimmung im Chat machen. Wir gehen jetzt in Päuschen, sehen uns in 6 Minuten wieder. Also bleibt dran. Bis gleich. Mit Games kannst du in eine Welt voller Abenteuer eintauchen. Aber jedes Abenteuer birgt auch Gefahr. Du klickst auf einen Phishing-Link in einem Gaming-Forum und dir wird dein Passwort geklaut. Du lädst dir das falsche Programm runter und plötzlich ist Malware auf deinem Gerät. Du verlierst ein Multiplayer-Match wegen einer Botnet-Attacke. Oder du benutzt NordVPN und schützt deinen Traffic mit der modernsten Verschlüsselung. Spiel nicht mit deiner Sicherheit. Bleib auf der sicheren Seite. But never again. Back on our grind, you know what it is. We gotta win the grind.